Hallo, heute geht es um den Lizard Traktor Prozessor. Der ist unter Anbaugeräte zu finden im Kaufmenü und dann unter Forstmaschinen. Da haben wir ihn schon. Wiegt 1,5 Tonnen. Braucht einen Traktor mit 140 kW bzw. 190 PS und kann Bäume bis zu dem Durchmesser von 1 Meter bearbeiten. Kaufpreis ist 70.000, Optionen gibt es keine. Man kann noch mieten für 3.570 plus laufende Kosten. Das Ganze besteht aus einem Kran mit einer Abstützung, wird über Zapfwelle angetrieben, dann das Prozessoraggregat, wo auf dem schwenkbaren Arm drauf ist. Und genau, wird am Traktor quasi an der ja, normal Dreipunktaufhängung angehängt. Ich habe schon mal vorbereitet. Da ist er. Denkt er quasi da hinten dran. Oder sind es vier Punkte? Na, das ist drei Punkte, genau. Warum der jetzt das da oben hat, okay. Damit kann man halt Bäume zurechtschneiden. Vorher muss man aber den Baum quasi selbst umschneiden mit der Motorsäge. Schneiden wir mal den um. Und den auf der anderen Seite. Da hinten habe ich schon ein bisschen probiert. Steigen wir mal ein. Der besteht quasi aus zwei steuerbaren Anhängereinheiten. Kann man zum einen quasi jetzt aufklappen. Dann kann man mit dem Traktor nicht mehr fahren, weil die Stütze die Hinterreifen aushebt. Oder ja, leicht wird es gehen. Dann sind wir im Menü 1, das wäre jetzt der Kran, also wo man mit G quasi die Geräte durchwechseln kann. Also Gerät 1 wäre jetzt der Kran. Gerät 2 ist der Prozessor. Den kann man halt auch drehen dementsprechend. Auch komplett rumdrehen, dass man und schwenken, dass man von beiden Seiten die Bäume bearbeiten kann. Wenn man jetzt in einer Richtung lässt und legt jetzt einen Baum zum Beispiel, normal müsste ja davon, wo die Greifer sind, rein. Jetzt springen wir mal zum Kran. Da haben wir auch zwei oder eine Ansicht, also Kran selber und dann halt nochmal der Traktor an sich, rundum Sicht, der Fahrerplatz vom Traktor und dann wie gesagt da der Arm. Man muss da dann immer umschalten, weil der Kran und das Harvest-Aggregat quasi mit derselben Tasten bedient werden und dadurch wird man dann, wenn ich einen Kran bediene, statt einen Kran dann das Harvest-Aggregat oder umgedreht benutzen. Dann schalten wir den Harvester mal an. Schauen wir nochmal. Einlegen da. Haben wir die Möglichkeit, die Schnittlänge zu ändern. Also mit auf meinem Gamepad standardmäßig ist es Left Button und Y. Schaut im Ding aus. Mit Z Schnittlänge ändern. Mit X wird gesägt. Mit B Harvester an- und abschalten. Mit Y Harvester zuklappen, also wieder quasi transportfähig machen und umschalten links X Baum aus Harvesterkopf fallen lassen. Also wenn man jetzt aufhören will, diesen Baum zu schneiden zum Beispiel.
Da müssen wir jetzt da quasi, gut, wir können damit so jetzt momentan aufsägen, aber normal muss man halt in die Gerätegruppe 2 dann, Kontrollgruppe Bearbeitung Kopf. Jetzt ist er quasi, jetzt ist der Baum eingespannt. Gehen wir mal vielleicht ein bisschen andere Ansicht. Das sind jetzt das Aggregat und wenn wir jetzt sägen, schneidet er quasi auf die 5 Meter Länge den Baum dann ab. Wenn wir jetzt einen Baum einmal. Wenn man jetzt einen Baum von der anderen Seite einlegt, das können wir ja mit ihm da machen. Wird man sehen, dann lässt er ihn einmal durch und fährt ihn dann quasi, schneidet ihn von der anderen Seite. Also man muss nicht unbedingt drehen, dieses Aggregat. Man kann es aber drehen. Also quasi, jetzt sieht man, jetzt muss ich halt wieder in die Krangruppe, damit ich dann mit den Kran bewegen kann. Also quasi, da müssen wir so rüber drehen. Aber jetzt zeige ich euch das einmal, wie ihr das macht, wenn man das nicht macht. Jetzt mal den Traktor. Gut, das ist ein hängender Baum, oder muss ich in der Erde ein bisschen in der Karte da verwurstelt hat. Nehmen wir einfach ein bisschen hoch, genau jetzt. Und da befreit. Schub wieder rein. Und mal schauen, unter Umständen müssen wir ein bisschen vorfahren. Weil er da hinten an dem Baum ansteht. An den anderen Baum ansteht und man dann gerade jetzt nicht so rüberdrehen kann. Ich finde jetzt, da ist der Greifer eigentlich auch recht groß. So, jetzt haben wir dann jetzt quasi schneiden. Dann wieder, gehen wir wieder in die andere Ansicht. Jetzt fährt er quasi einmal durch und entastet ihn, falls er nicht irgendwo ansteht. Genau. Und wenn ich jetzt schneide, dann schneidet er einfach den Baum von der anderen Seite her. Das beim Prozessor geht, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ob das normal auch ist oder jetzt nur speziell in diesem Fall. Dass man Baum halt umgedreht von der falschen Richtung her schneiden kann. Das bauen wir dann nochmal zusammen. Ich kann den jetzt vorne auch anhängen oder glaube, hat der MAN, glaube ich, hat hinten auch oder jeder, alles was so eine 3-Punkt-Aufhängung hat. Gibt ja auch für einen Radlader so 3-Punkt-Aufhängung, müsste es normalerweise funktionieren. Nur weiß ich jetzt nicht beim Radlader oder beim LKW, wenn er keine Zapfwelle hat, ob es dann geht. Weil quasi dieser Hydraulikmotor sitzt da unten drin und der wird halt über die Zapfwelle quasi dann angetrieben. Genau, es ist ein großes Aggregat, also man kann, ich denke, man kann Mammutbäume damit auch schneiden und halt wie hier die ganz großen Fichten, das ist jetzt beim, wenn man standardmäßig einen Ponse hat oder was, oder den Komatsu, die können ja, da kann ja nur quasi dieser Rottne, die dickeren Stämme schneiden, aber dieser Harvesterkopf kann die auch schneiden. Und ich finde jetzt so vom Ding her, es ist. Man kann zügig damit arbeiten. Und gut, wenn er nicht irgendwo ansteht, kann man auch relativ schön das Holz ablegen. Man sieht ja da auch, also es ist. Macht schöne Haufen auch.
Ja gut, das wär's dann gewesen. Zum. Lass mir nochmal anschauen, wie er heißt. Das ist ein Traktorprozessor. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ein Like da lassen. Ihr könnt mich auch abonnieren. Es wird immer wieder Videos zu Holzgeschichten geben. Und dann würde ich sagen, bis dann.